Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von euch sind vielleicht gerade in Urlaub, waren schon in Urlaub, bei anderen liegt es noch vor euch, ähnlich wie es bei mir auch ist. In anderen Bundesländern, wie beispielsweise in Berlin, da hat schon wieder die Nachsommernormalität begonnen. Dieser Urlaub ist wichtig. Warum? Wir müssen uns auch mal erholen. Ich glaube, wir haben im ersten Halbjahr ziemlich viel geleistet, gerade auch was dieses Tarifgeschehen betrifft. Eine erfolgreiche Tarifrunde Metall, Elektroindustrie oder Kfz-Handwerk, die Angriffe der Arbeitgeber abgewehrt. Und letztendlich haben wir unsere Manteltarifverträge in der Metall- Elektroindustrie erneuert. Das ist das, was hinter uns lag, in kurzen Worten gesagt. Was liegt vor uns? Unmittelbar nach der Sommerpause ist die Bundestagswahl. Das ist eine schon sehr, sehr wichtige Wahl, weil es eben auch darum geht, wie wird denn die politische Flankierung der großen Veränderungen rund um das Thema Klimaschutz, Digitalisierung auch tatsächlich stattfinden. Unsere klare Ansage an die Politik ist, Leute, wie ihr immer euch ja aufstellt nach dieser Bundestagswahl, wir erwarten von jeder politischen Partei, dass eines klar ist, eine Transformation muss mit den Menschen stattfinden und kann nicht gegen die Menschen stattfinden. Gerade die Beschleunigung, was diese Frage Antrieb, was diese Frage Elektromobilität und vieles andere mehr betrifft, macht einmal mehr deutlich, es wird nicht ohne Flankierung der Politik der öffentlichen Hand gehen, um auch die sozialen Verwürfe, die es einfach geben kann und die Frage der Sicherung von Arbeitsplätzen eben auch diese Unterstützung braucht. Ich will aber auch ganz, ganz deutlich sagen, wir brauchen dringend ein Commitment mit den Unternehmen, dass die Transformation ohnehin eine große Herausforderung für die Unternehmen wie für die Beschäftigten ist. Wer jetzt aber beginnt, systematisch neue Produktion nur noch in Osteuropa, in Billiglohnländer, in Low-Cost-Countries aufzubauen, der wird es mit einer IG Metall zu tun haben, die sich relativ schnell auch in die Konfliktebene bewegen wird. Das wird gar nicht anders gehen. Deshalb klare Anforderungen. Wir brauchen diese Transformation. Die Sache des Klimawandels ist sehr, sehr ernst zu nehmen, aber es darf zu keinen sozialen Verwürfnissen geben, es darf zu keinen Brüchen in der Arbeitswelt führen. Dafür brauchen wir ein klares Commitment. Gute Arbeit muss auch morgen, made in Baden-Württemberg sozusagen, stattfinden. Ja, und Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt wird auch da das Thema Tarifpolitik eine große Rolle spielen. Wir werden uns im Herbst, Ende September, als große Tarifkommission der Metallelektroindustrie in Baden-Württemberg zusammensetzen und mal überlegen, welche große Herausforderungen liegen vor uns, beispielsweise zum Thema Transformation, aber auch solche Themen wie die Frage Arbeitsbewertung, Arbeitsgestaltung, Stichwort ERA-Tarifvertrag muss mal wieder angeguckt werden. Wir haben einige andere Themen rund um das Thema Altersversorgung und so weiter und so fort vor und wollen natürlich auch frühzeitig in die Tarifrunde der Metallelektroindustrie 2022 starten. Und gleichzeitig finden auch in anderen Branchen Tarifrunden statt, etwa in unserem Bereich Holzkunststoff, wo es auch darum gehen wird, im Herbst ein gutes Ergebnis für die Kolleginnen und Kollegen dort zu erzielen. Deshalb brauchen wir jetzt unsere Urlaubsphase einmal durchschnaufen, Kraft tanken, um dann nach der Sommerpause wieder mit voller Energie anzufangen. Das ist die IG Metall Baden-Württemberg, das sind wir. Dafür stehe ich auch ganz persönlich als euer Roman Zitzelsberger. In diesem Sinne, Glück auf, gute Zeit, schönen Urlaub.